Alles klar. Es ist ein gutes Schwert, was dir beim Weiterkommen gut hilft. Gebiet der Berggoblins. Gibt es in einem Schmiedquest. Okay. So, wir sind jetzt hier also im War of Underworld angekommen. Ja, mittlerweile haben wir ja schon ein bisschen was gesehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo wir lang müssen oder was jetzt überhaupt unsere Aufgabe. Ach ja, stimmt, hier. Kanain steht ja hier direkt vor uns und mit dem müssen wir jetzt natürlich reden. もうすぐ戦場だな。音が近くなってる。和平、できるでしょうか。なんだよ、えらく弱気だな。海難らしくない。私だって不安になりますよ。なんたって非戦闘員なんですよ。キリトさんたちと戦場に飛び込むってだけでも心臓バクバクですわ。でも誰かがやらなきゃいけない。私みたいな商人には向かない状況ですけど、でも皆さんがいるから、皆さんがいるから頑張れる。頼りにしてますよ。さあみんな頑張っていきま。ひょう。あ、れ。え？カイノ。キリトさん、私今どうなって。そんな、カイナン殿、カイナン殿、どこからか攻撃されてる。みんな、カイナンさんを守って。天命が。待って、今回復を。みんな、さあ、いいから、いいから、に、げ、た。そんな、カイナン。嘘、カイナン、カイナン。そこにいるやつ、出てきなさい。へえ、よく隠れてる場所が分かったな。それにしても不穏分子かと思いきや、まさか KOB のアスナ、それに黒の剣士キリトかよ。こんなところで会えるとはな。一番どんくさそうのやつからやったんだが、先にお前らを狙えばよかったぜ。あなた誰？どうして私の名前を。それにキリト君も。ああ、そうだな、この格好じゃ分からなくても仕方ない。お前らと同じでよ、この世界のアカウント使って動いてるんだぜ。俺とアスナの素性を知ってる。しかも姿まで。ラース職員、機関学校関係者。いや、この戦い方は、この狂気にも似た殺意を俺は知っている。お前、いろいろ大事なもん殺してやんねえと思い出してくれねえ感じか。寂しいもんだ。じゃ、ここにいる女どもを殺すか。もしかして、いや、そんな、この状況でそんなのありか。敵側にあいつがいるというのか。 SAO で殺人ギルドとして恐れられていたあの集団。It's showtime！ アフィ・コフィのリーダー。お前、ブーか。ブラッキー、黒の剣士キリト、ご名答。あ
会いたかったぜ。俺が唯一殺しきれなかった愛しの勇者さんよ。今日はなんて日だ。クリスマスとニューイヤーが同時に来たってくらいハッピーだなあ、キリト。お前にとってもそうだろ。先行、お前もだ。俺たちはやるべきだ。出会ってしまったんならやるしかねえなあ。そう思わねえか。何をってそりゃ殺し合いに決まってんだろ。来いよ先行キリト。Lu, let's fight gegen Poe! Nice! Let's go gegen Poe! Erstmal Level 20, okay. Ah, das ist natürlich bitter, dass ich Asuna nicht in meiner Party habe. Das wäre nämlich zu geil gewesen, wenn ich Asuna in der Party gehabt hätte. Also geil. Ich finde schon mal cool, dass wir direkt hier schon am Anfang gegen Poe kämpfen. Aber das könnte bedeuten, dass er vielleicht auch mit seinem zweiten Account hier am Start ist. Aber mal gucken. Weil im War of Underworld hat er ebenfalls mit zwei Accounts gekämpft. Aber hätte ich das gewusst, dass wir jetzt schon auf Poe treffen, ne, dann hätte ich das natürlich so gemacht, dass wir hier Asuna in der Party hätten. Und vor allen Dingen Philia, ne? Also Philia, glaube, wäre hier auch richtig geil gekommen, wenn wir die hier in unserer Party gehabt hätten. Ich glaube, das hätte ebenfalls nochmal richtig cool gekommen, wenn wir hier mit viel, auch wenn wir Philia natürlich nicht auswählen konnten. Aber ich glaube, das wäre richtig cool gekommen, mit Philia, Asuna, Kirito hier gegen Poe zu kämpfen. Oh. Ah, warum bin ich jetzt so weit entfernt? Alter, er ist schnell unterwegs. Bleib stehen, Poe. Klar, also wir wissen, dass Poe flink ist und sich schnell bewegen kann und so. Oh, was? Konnte er seinen kompletten Bruch komplett aussetzen? Los, komm schon her, Kleiner. Wenn du einen richtigen Fight willst, dann weich nicht ständig aus. Komm, nur Pussys weichen aus. Stell dich den Fight, Poe. Gelevelt habe ich übrigens nicht zum Vergleich zum letzten Mal, ne? Weil da hatte ich halt nicht die Zeit. Das werde ich zur nächsten Woche auf jeden Fall ein bisschen versuchen. Je nachdem halt, wie es funktioniert. Je nachdem, wie weit wir natürlich auch im Krieg kommen. Werde ich dann versuchen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, auf jeden Fall ein bisschen zu trainieren. Jawohl, okay. Versuchen wir den Verbündeten-Skill. Solange wir auch alle treffen. Asuna steht einfach, Silica steht einfach auf Poe. Sieht auch auf jeden Fall geil aus. Und jetzt Attacke! Jetzt können wir da mit Poe wahrscheinlich auch brechen. Jawohl, er liegt auf jeden Fall schon mal in der Luft. Das ist schon mal richtig geil. Und das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich gleich brechen. Genau, mit einer Ulti angreifen. Aber als ob Kanain wirklich jetzt gestorben ist. Also ich kann mir das irgendwie noch nicht vorstellen, dass Kanain jetzt wirklich tot ist. Dann ist es vor allem ja das SEO-Universum und da stirbt halt niemand. Deswegen weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, ob der jetzt wirklich jetzt tot ist. Halt, weil Gameverse, da stirbt halt niemand. Und ich kann mir halt nicht irgendwie vorstellen, dass die das jetzt hier für den War of Underworld irgendwie geändert haben. Klar, er ist jetzt kein Main-Character.
Aber dennoch, wäre ein bisschen verwunderlich. Aber vielleicht gibt es noch ein True Ending in dem Spiel. Kann ich mir durchaus vorstellen, gibt es ja in den SEO Games, dass manchmal halt dann irgendein wichtiger Charakter stirbt und dann halt ein True Ending gibt. Wo dann halt dieser Charakter überlebt. Also von daher, vielleicht spielen auch nur das Ende, das schlechte Ende aktuell. Beim ersten Versuch. Ah, war ein bisschen dumm von mir. Eigentlich wollte ich jetzt so switchen. Um ihn so mit Star Wars Stream anzugreifen. Das hat jetzt leider aber eher nicht so funktioniert. Jawohl, jetzt ist Star Wars Stream. Ja, komm, break. Und jawohl, Bruch. Los und schmeißen. Ah, als ob er hat Kirito hat ihn nicht geschlagen in der Luft. Deswegen bekommt man keine Ulti. Deswegen ist er jetzt nur am Boden. Verdammt. Ah, das ist bitter. Schade, ich dachte, ich bekomme eine bessere Ausweichtaktik hin, aber nein. Aber ja, er versucht jetzt auf jeden Fall schon mal nicht mehr so oft zu flüchten. Okay, ich wollte gerade sagen, er versucht auf jeden Fall nicht mal so oft zu flüchten. Aber wir sind auf jeden Fall zumindest in diesem Kampf überlegen. Hängt jetzt nicht unbedingt, glaube ich, mit dem Level zusammen. Aber wir können auf jeden Fall mit ihm ebenbürtig mithalten. Und er drückt jetzt auch keine große Bedrängnis auf uns aus. Deswegen denke ich mal schon, dass wir ihn auf jeden Fall gut kontrollieren können. Los, Silica! Ah, schade. Ich dachte, ich könnte ihn besser brechen. Gerade nach dem Switch. Ah, das hat jetzt nicht so funktioniert. Ah, er hat jetzt wieder ein bisschen was von seiner Bruchanzeige runtergeholt. Schade. Nice. Und das war's. Kirito beendet es mit Star Wars Stream. Damit haben wir also tatsächlich Poe tatsächlich geschlagen. Poe ist tatsächlich besiegt. Ich denke mal, das wird vielleicht seine erste Phase gewesen sein, dass er jetzt vielleicht normal stirbt und dass wir dann auf den anderen Poe treffen, so wie halt im Anime. Aber lassen wir uns mal überraschen. そんなに血まみれになりてえのか？だったらそうしてやるよ。女ども、いい声で泣いてみせろ。リズさん。よそ見してる場合か？よくもリズさんを。かわいそうにな。後を追うってのはどうだ。なあ、なあ。みんな逃げて。ここは私が。キリト君、先に行って。ドロシーさんも。この男を食い止める役割なら召喚が。ドロシーさんには暗黒騎士団の人に誤解を解いてもらわないと。キリト君はアリスさんを守るの。それぞれ役割がある。行きなさい、キリト、ドロシー、早く。くそ、ドロシー、行くぞ。おいおい、待てよ。そんなのありか？キリト、決着をつけようぜ。なあ。なあ、
俺から逃げるんじゃねえ。カイナン殿が、みんなが、キリト。ドロシー、今考えるな。考えちゃダメだ。前へ、前へ進もう。見つけたぞ。滞在の子供を確保しろ。遅くまだ。生け捕りにして DIL 様に引き渡せ。しつこいな。まだ狙っているのか。フットロシ、振り切って逃げるぞ。シロ、追いついてくれたのか。よくぞ無事でした。他のみんなは後ろに見えませんが。いい、落ち着いて聞いて。最初にシリカが殺された。次にリズム、アスナが相打ちの形でプーを倒してくれた。その後リーファはなんとか立ち上がってくれて、私とあんたたちを追いかけたけど、こっちにも暗黒術師ギルドの追っ手が現れて、私リーファを守りきれなかった。シノンしか生き残らなかった。みんな死んでしまったのですか。そうよ。そんな、みんなしっかりして。いいから行くわよ。キリト、アスナに言われたことを忘れてないでしょ。アリスを助ける、ドロシーを戦場に届ける。分かってるよ。行こう。和平の使者様ですか。お待ちしていました。誰、何者なの。商工ギルドの者です。この補給路で後方支援を担当しています。海難は残念でしたね。見ていたのか。ええ、あの惨劇を見た後、先回りしてこちらの道で待たせていただきました。戦場への道をお探しなのでしょう。案内します。こちらですよ。さあさあ。本当にこの道なのか。ええ、こっちですよ。こっち、こっち、こっち。我々はここまでです。もうここまで来れば道は分かりますね。さあ行って、行って、行って、行って。もうすぐですよ。もうすぐです。なんか様子がおかしくない。戦場の殺意にやられて頭がおかしくなってしまったのでしょうか。こんなの相手にしてる暇ないわよ。一度逃げて迂回を。ベクタ様万歳。和平なん
て無理だったんだ。最初からこうすればよかった。みんなどうせこの戦場で死ぬんだ。だったら殺す方に回る方がいい。死ね死ね。どうしたって橋を渡るしかないぞ。キリト、分かってるわね。私たちが守るのはアンダーワールドそのものよ。シノン、走って任せた。行くぞトロシー。前を走らせててよかったわ。正直もう天命が尽きかけてるなんて言えなかったもの。あとは頑張りなさいよキリト。キリト、シノンが。後ろを見るな、ドロシードロシー、みんな死んでしまいました。ドロシー、小さい頃からいつもそう。みんなみんなどうして先に死んでしまうのですか。どうしていつも召喚は生き残ってしまうのですか。誰よりもこの世界に不要なのは召喚なのに、どうして召喚を真っ先に殺せばいいのに。この世界はそうしない。どうしてこんなに意地悪なんでしょうか。父さんも母さんもいないこの世界で、どうしてこんなにも苦しい思いをして生きていなくてはいけないのですか。キリト、召喚はもう、ドロシー、もうこんな世界で生きていたくない。認め合えた者たちも、また再会しようと約束した者たちも。ドロシー、アリス殿もユージオ殿もシャスター様、リピア様も。ドロシー、やめろ。みんなみんなもう死んでいるかも。やめろドロシドロシ、進もう。キリト、きっと君を守る。生きていたくないだなんて君が言わなくなる未来を作ろう。作るよドロシ。もう一歩も進めないなら俺が背負う。だからドロシ、お願いだ、ここで折れないでくれ。俺がいる、俺がいるよキリト。ごめんなさい、君だって怖いのに、悲しいのに。召喚は自分のことばかり。キリト、キリト、キ
君の言う通りだ。行きましょう、キリト。何があっても召喚は最後まで君の友達です。キリト、もうすぐ最前線です。ああ、血生臭い匂いがしてきたな。我が死をどうするつもりだ、暗黒神ベクター。